Sögel im Emsland. Ein Paradies für Heiratswillige. Denn Brautpaare aus aller Welt, naja, zumindest aus dem ganzen Emsland, tauschen in dieser malerischen Landschaft besonders gern die Ringe. Vorher allerdings wird jedes Brautpaar ins Sögeler Rathaus einbestellt. Zum Ehegespräch. Und da gibt es jetzt was ganz Neues. Das digitale Standesamt inklusive dem Standesamtomaten. Der hat nicht Intel Inside, sondern Deutschlands schrägsten Beamten, Comedian Hans-Hermann Thielke. So eine Heiratsgenehmigung, die kann man ja nicht einfach so bekommen. Das ist ein amtlicher Vorgang. Da muss man schon ein bisschen qualifiziert für sein. Und das werde ich jetzt mal überprüfen. Love and marriage, love and marriage. Die ersten Brautpaare finden sich ein und staunen, denn wer hätte gedacht, dass ausgerechnet hier im beschaulichen Sögel der Cyberspace Einzug gehalten hat. Guten Tag. Herzlich willkommen beim Standesamtomaten der Gemeinde Sögel. Was kann ich für Sie tun? Wir sind 4,5 Jahre zusammen und haben uns ineinander verliebt und möchten jetzt gerne heiraten. Das ist schön und es ist im Prinzip auch nichts dagegen zu sagen. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihr Anliegen. Johannes Kuhl, Eheschließung. Die Eheschließung ist das angestrebte Ziel. Ist das richtig? Ja. Ich hätte gerne den Namen der Braut. Julia Tegertz, Heidi. Kann die Frau auch sprechen? Kann sie sprechen? Ich reiße ein bisschen zusammen. Entschuldigung. Also, Sie möchten diese Frau heiraten. Warum? Weil ich sie liebe. Gut, das muss reichen. Richtig, Video. Wann möchten Sie heiraten? Am 6.9. Sie möchten also am 9. Juni heiraten. Das ist korrekt, ja? Nein. Am 9. September. 6. September. Der 6. September. Am 6. oder am 9. Oder wollen Sie an unterschiedlichen Tagen heiraten? Am 6. September. Und da sind Sie sich jetzt ganz sicher? Ja. Das Standesamt ist leider an diesem Tag belegt. Sie könnten am 11.8. im Schloss heiraten. Am 31.8. Egal wann, geheiratet wird hier im Emsland nur mit geprüftem Qualitätssiegel. Alter, ich hab am 9. September. Zunächst möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der erfolgreiche Abschluss dieses ehevorbereitenden Vorgangs seit dem 01.01.2019 Voraussetzung für eine Eheschließung im Emsland ist. Falschaussagen hier können bei der Eheschließung gegen Sie verwendet werden. Ja. Wer hat bei Ihnen das Sagen? Denke ich. Herr Nordmann? Ja. Ja, er hat das Sagen. Hm? Eine Frage an die Frau. Nennen Sie drei Eigenschaften oder Eigenheiten, die Ihren zukünftigen zu einem perfekten Ehemann machen. Reicht nicht eine? Er ist hilfsbereit. Hilfsbereit. Und? Liebevoll. 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 Finden Sie das auch? Oder findet nur er das? Nee, ich finde das auch. Gott sei Dank. Sie sind schon jetzt das perfekte Glück. Ich weiß. Auf einer Skala von 1 bis 10, Frau Hirte, wie sexy finden Sie Ihren Mann? 9. Welcher Punkt fehlt dir bei Ihrem Mann für die 10? Der Adoniskörper. Herr Westhus, möchten Sie daran arbeiten? Nein. Sie möchten also untrainiert in die Ehe gehen? Ja. Wir von der Kommunalverwaltung halten dies für einen ehegefährdenden Umstand. Ey, Alter, kann ich mit Menschen bitte reden, ey? Mit welchem Mann könnten Sie 10 verbinden? George Clooney? Nein. Elton John? Nein. Roberto Blanco? Nein. Dann weiß ich auch nicht. Ihr Schwiegervater? Nein. Frau Ries, Sie wissen, dass 90% der Männer im Alter von ca. 50 Jahren ihren Vätern sowohl optisch wie charakterlich sehr ähnlich werden. Nein, bitte nicht. Auch Frauen werden ihren Müttern mit den Jahren immer ähnlicher. Herr Nordmann,
Wäre das für Sie in Ordnung? Ja. Ja, wir sind beide zickig und anstrengend. Ja. Wie lange soll diese Ehe dauern? Ja, für immer, ne? Wie lange wird sie realistischerweise dauern? Für immer. Bis der Tod entscheidet. So, Feierabend. Jetzt muss man sich nur noch auf einen Namen einigen. Heinz oder Inge? Wie möchten Sie nach Ihrer Eheschließung heißen? Beide Trapp. Also ein Doppelname. Beide Trapp. Nein. Trapp. Trapp. Herr und Frau Trapp Trapp. Nee, Tripp Trapp. Herr und Frau Tripp Trapp. Ich habe das notiert. Nein, nein. Es wird direkt weitergeleitet. Nein. Ich komme nun noch kurz zum Akt der Trauung. Ist bei der Zeremonie Musik erwünscht? Ja. Ja. Welche Musik möchten Sie gern haben? Also zum Reinlaufen von Edda Endlich, Küss mich, halt mich, lieb mich. Ja, singen Sie das Lied bitte an. Nee. Doch, das müssen Sie. Lieb mich für immer, küss mich, halt mich, lieb mich. Wir empfehlen oft für die Trauungszeremonie Roy Black mit Ganz in Weiß. Passt nicht. Soll ich es Ihnen einmal vorsingen? Nein. Nein. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Das kann doch nicht hier Ihr Ernst sein. So siehst du in meinen schönen Träumen. Ja, ich hab keine Zeit, ich muss noch arbeiten. Gefällt Ihnen das? Nein. Einen Vorschlag hätte ich noch von Roland Kaiser. Warum hast du nicht Nein gesagt? Kennen Sie das? Ja, das kenne ich, aber nein. Ich bring's Ihnen mal in Erinnerung. Warum hast du nicht Nein gesagt? Warum, warum, warum? Wäre das was für Sie? Nein. Sie sind schwer zufriedenzustellen. Ich kenne dich, ja. Bei vielen Paaren misslingt der Kuss nach der Eheschließung. Deshalb möchte ich das hier einmal mit Ihnen einstudieren. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Das war eindeutig zu kurz. Das war etwas laut, das muss noch etwas leiser werden. Würden Sie bitte kurz aufstehen und kurz demonstrieren, wie es richtig gemacht wird? Ja, kein Problem. Wunderbar, das genügt jetzt. Das genügt. Ich, aus, aus. Setzen Sie sich bitte wieder hin. Das ist ja ein anständiges Haus. Keiner geht noch. Ganz wunderbar. Ich sehe keine Ehehindernisse mehr. Wir hoffen auf jeden Fall, dass Sie Spaß haben in Ihrer Ehe. Vielleicht sogar, wenn Sie demnächst irgendwann einmal im Fernsehen die Sendung sehen, verstehen Sie Spaß. Ja. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!